Landeshauptmann in Bregenz, anderes Thema, sind es entscheidende Tage. Der Bürgermeister Michael Ritsch hat sich ein sehr enges Zeitkorsett gesetzt, um ein Versprechen, das im Wahlkampf sehr oft wiederholt wurde, nämlich den Zugang zum See besser zu gestalten, die Trennung von Stadt und See, die vor allem durch die Straße bzw. auch durch die Eisenbahnlinie passiert, zu verbessern. Und so sind jetzt auch diese Woche erste Berichte durchgedrungen von einerseits den Planungen morgen, die da zu Bregenz Mitte präsentiert werden, und eben auch der Unterflurvariante der Bahn, die 1,5 Milliarden Euro kosten würde. Halten Sie das Projekt für finanzierbar? Das ist eine sehr gute Frage. Bei einer 1,5 Milliarden Entscheidung muss man auch aufpassen, dass nicht zu viele Luftschlösser gebaut werden. Einerseits verstehe ich, wenn die Bregenzer Bevölkerung, auch andere Teile im Land wahrscheinlich sagen, das wäre eine ideale Variante für Bregenz. Das wäre städtebaulich natürlich interessant. Das wäre der offene Zugang zum See. Ich glaube, das kann man auch nachvollziehen als Wunsch, als Vision. Aber das Zweite ist natürlich dann, naja, wie geht das in der Realisierung? Mir ist jetzt im Moment eigentlich das Allerwichtigste, dass eine Entscheidung zum Bregenzer Bahnhof gefällt wird. Da sind wir, also wir nicht, sondern die Stadt Bregenz, eigentlich säumig. Das heißt, da muss eine Entscheidung auf den Tisch. Ich glaube, da kann man eine gewisse Beweglichkeit haben, wenn es zu einer Umplanung des Projektes kommt. Überführung, Unterführung ist so ein Thema dort. Da müssen die Pläne des Bürgermeisters auf den Tisch gelegt werden. Es müssen das Land, die ÖBB und die Stadt an einen Tisch, um zu klären, was mit dem Bahnhof passiert. Das halte ich eigentlich jetzt für das Dringlichste, das entschieden werden muss. Dahinter steckt auch einiges an Investitionssummen, auch Beteiligungen des Landes. Und dann glaube ich, je nach Variante, auf die man sich dort einigen kann, bleibt zumindest für die Zukunft die Frage offen, wie es weitergeht. Und die Frage offen halten heißt ja auch für Bregenz zumindest planen zu können und heißt ja auch Visionen haben zu können und gegebenenfalls auch Partner zu suchen, die einsteigen. Und da würde ich nicht von vornherein gleich alles abwinken, sondern sagen, naja gut, der erste Partner heißt ÖBB. Die ÖBB hat uns bisher in ihrer Planung diese Unterflurtrasse abgelehnt. Der Stand ist eigentlich nein bei der ÖBB bisher gewesen. Dort wird eine Rahmenplanung bis 2040 und dann 2050 aufgebaut, also sehr weit hinaus und sehr visionär und sehr langfristig. Niemand von uns kann, glaube ich, ausschließen, ob nicht in einer Rahmenplanung 2040 und 50 bei der ÖBB auch dieses Projekt wieder auftauchen könnte. Das kann man, glaube ich, nicht wirklich ausschließen für die Zukunft. Und das sollte man eigentlich auch nicht. Dort ist der wichtigste Partner auch in der Finanzierung zu finden. Das heißt, ich höre aber schon, wenn sich die ÖBB in der Rahmenplanung bewegt, dann wird es noch einmal spannend. Die Optionen offen halten scheint auch eine vom Land unterstützte Idee zu sein. Jetzt ist es ja so, dass Ihre Landesräte, also Landesrat Dittler und auch Landesrat Rauch, gestern schon eine Präsentation zu dem Projekt hatten. Da waren Architekten, da war auch der Bregenzer Bürgermeister im Landhaus. Die Öffentlichkeit soll morgen auch informiert werden. Wie stehen Sie zu den Plänen? Na, es ist im Stadium einer Vorstudie. Es sind dort erste Kostenschätzungen drinnen, die schon natürlich im Moment extrem hoch ausschauen mit 1,5 Milliarden. Man muss immer damit rechnen, bis sowas wirklich einmal in die Realisierung kommt. Wird das ordentlich ansteigen? Also es wird wohl eher der Beginn einer Kostendiskussion sein. Was die Geldfrage angeht, man muss wissen, die ÖBB hat bisher immer Nein dazu gesagt und zwar ganz klar aus dem einfachen Grund, weil sie auch argumentiert haben, was braucht es verkehrspolitisch, ist eine andere Frage, was ist schön für die Stadt. Also das sind zwei verschiedene Dinge, ob ich eine städtebauliche Variante möchte als Stadt oder ob ich eine echte verkehrspolitische Wirkung erzeugen will. Für die ÖBB steht naturgemäß die Frage der verkehrspolitischen Abwicklung im Vordergrund, also was heißt es für den Güterverkehr, für den Personenverkehr, ober- oder unterirdisch und nicht so sehr die städtebauliche Frage. Das ist ein städtisches Anliegen und deswegen war die ÖBB immer bereit, mit uns in der Rahmenplanung darüber zu reden, was braucht das Land wirklich in der Verkehrspolitik, was braucht das Land im Bereich Zugverkehr, wirklich Güter- und Personenverkehr und weniger die Diskussion geführt hat, was ist städtebaulich interessant. Da gibt es eben andere Zugänge. Aber ich würde jetzt einmal so sagen, im Stadium einer Vorstudie kann man noch nicht allzu viel dazu sagen. Wir haben auch dem Bürgermeister gestern über die Ressorts zugesichert. Wir schauen uns die Unterlagen natürlich genau an. Es sind viele Fragen der technischen Machbarkeit auch offen geblieben, logischerweise. In dem Stadium einer Vorstudie wird man nie alles beantworten können, auch wasserwirtschaftlich nicht. Aber immerhin, es liegen jetzt Pläne am Tisch, es liegen Zahlen am Tisch. Ja, jetzt würde ich einmal sagen, es kann nicht unsere Aufgabe sein, jetzt hier sofort Ja oder Nein zu sagen. Es kann nur die Aufgabe sein, zu sagen, das ordentlich zu überprüfen, eine Entscheidung für den Bregenzer Bahnhof mit herbeizuführen,
Wenn die so getroffen wird, dass das für die Zukunft offen bleibt, dort weiter zu planen, dann liegt der Ball in erster Linie bei der ÖBB-Rahmenplanung, zu sagen, wären Sie dort erstmals wieder bereit, über dieses Projekt überhaupt zu reden. Wenn dort ein klares Nein bliebe oder kommt, dann ist es gestorben aus meiner Sicht. Wenn die ÖBB signalisieren würde, für eine langfristige Rahmenplanung, die reden jetzt von 2040 im Moment, also über den neuen ÖBB-Rahmenplan, wenn dort eine Offenheit besteht, das Projekt anzuschauen, dann wird es natürlich noch einmal interessant und dann sollte man die Türen nicht verschließen. Also es gilt die nächsten Tage gespannt zu verfolgen.